Na, habt ihr auch schon Lust, die Geschichte weiter zu gucken, zu spielen? Ich schon. Ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Und ja, wir werden gleich loslegen und weitermachen mit der Geschichte und den kranken Megiden helfen. Nur zuvor auch geholfen haben. Ach ja, hey Abenteurer, hast du zufällig Gallien gesehen? Bis gerade lag er noch im Krankenbett und jetzt ist er mit einmal spurlos verschwunden. Er war am schwersten von allen verwundet. Wenn er nicht schnell die Medizin nimmt, verreckt er mir noch. Verdammt nochmal. Ich höre mich weiter um. Kannst du vielleicht bei Albreda nachfragen, ob sie dir was weiß? Okay, wir fragen mal nach. So. Ich kann mir schon denken, warum du hier bist. Sophie, so wie Mifrid da vorne rumzetert, hat mittlerweile sicher ganz Bruchmühlen. Oder Mühlenbruch meine ich natürlich, vom Verschwinden deines Untergebenes mitbekommen. Und ich glaube sogar, dass ich euch weiterhelfen kann. Ich habe nämlich von vor einigen Tagen einen Brief erhalten, den mir ein von Mifrids Männern anvertraut hat, mit Anweisungen, ihn erst zu öffnen, wenn jemand danach fragt. Hauptmann Mifrid, ich war der Truppe schon viel zu lange eine Last. Es ist an der Zeit, dass ich euch verlasse. Sorgt euch nicht und reist nach Klein-Alamigo weiter. Gezeichnet ist der Brief von einem Gallien. Der ist euer Mann, oder? Ein Migit, wie er im Buche steht. Nur was wohl der andere im Kopf und bereit für, dafür Opfer zu bringen. Schade um so eine gute Seele. Weit wird er mit den schweren Verletzungen nicht gekommen sein im Wald. Ich berichte das schnell mal. Der Junge ist irgendwo im Wald. Was sagst du? Dieser Volltrottel von Gallien will uns nicht länger zur Last fallen. Wer hat ihm doch solch einen Schwachsinn eingebläut? Ich werde mir die Umgebung mit meinen Männern durchkämmen. Sieh du östlich von Mühlenbruch nach, Abenteurer. Okay. Wir gucken uns das an. Yeah. Gucken wir mal, ob wir ihn... Da liegt er doch, oder nicht? Da ist er! Gefunden! Was macht der denn hier? Verdammt, damit! Noch einer von den elenden Goblins. Sieh dich vor. Was? Ja genau, taucht auch noch gegen ihn, neben ihn auf. Einfach so ein Goblin. Ey, keine AOE bei denen. Hallo? So, einmal, zweimal. Bombenwurf. Ja, du Goblin. So. Weg ist es. Da haben wir ihm geholfen. Gallien! Hauptmann, verzeih mir. Seit unserer Flucht bin ich euch nur zur Last gefallen. Bitte zieht ohne mich nach Klein-Alamigo weiter. Elender Schwachkopfen. Schöner Hauptmann wäre ich, wenn ich meine Männer im Wald krepieren ließe. Wir Megiden lassen unsere Kameraden nicht im Stich, selbst wenn wir dafür durch die sieben Höllen gehen müssen. Das sollte dir doch klar sein. Wir haben geschworen, unsere Heimat zurückzuerobern. Hast du das schon vergessen? Darum frage ich dich, Gallien, willst du lieber als Ameisenfutter in diesem Wald enden oder auf dem Schlachtfeld noch ein paar dreckige Gallier mit in den Tod reißen? Aber Hauptmann. Genug in diesen fiebrigen Gefasel. Du kommst mit uns zurück nach Mühlenbruch, Gallien. Und sobald du wieder auf den Beinen bist, polierst du zur Strafe die komplette Truppenausrüstung. Ist das klar? Die frische Waldluft scheint den Jungs nicht gut zu tun, bei Ralga. Jedenfalls danke, dass du Gallien aufgespürt hast, Abenteurer. Wir werden nach Mühlenbruch zurückkehren.
Wäre doch gelacht, wenn ich diesen Trottel nicht wenigstens ein Fünkchen Verstand einexerzieren könnte. Okay. Und wir gehen auch schnell mal da zurück mit Mifrid sprechen. Anstatt er sagt, ich kümmere mich jetzt um alles, wir sind schon gut zurückgekommen. Nein, ich muss ja... So hat der Goblin mich gesehen. Wo kam der überhaupt her? Schnell weiter. So, mal gucken, ob er uns helfen kann dann, ne? Galliens Verletzungen sind schwerer als gedacht. Es sieht ganz so aus, als müssen wir noch eine ziemlich lange Weile hier die Gastfreundschaft dieser sympathischen Kriegdranier in Anspruch nehmen. Allein bei den Gedanken wird mir speiübel. Okay. Aber ich wollte doch auch Hilfe und, du hast viel für uns getan, Abenteurer. Ich weiß, dass das bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist und ich bin dir sehr dankbar. Albrede hat mir erzählt, dass du Kontakt zur Befreiungsarmee suchst. Nun, wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, will ich das gerne tun. Verstehe, der alte Grundobald kann ein ziemlicher Sturkopf sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Er war nämlich mein Ausbilder in der Befreiungsarmee. Also gut, ich werde einen Brief an ihn aufsetzen, denn... du ihm bitte aushändigst. Das sollte den Kriegskram gnädig stimmen. Lass dich nicht von seinen abweisenden Art täuschen. Im Grunde ist er ein guter Kerl. Mit seiner Erfahrung wird er dir bestimmt ein wertvoller Verbündeter sein. Okay. Achso, wir müssen wieder nach Klein Alamigo. Okay. Da, wo wir hergekommen sind. Dann geht's doch auch schon mal los. Und ich hoffe, er kann uns jetzt was vom schwarzen Mann erzählen. Oder ich krieg da eine Krise. La 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 la. Wir gehen jetzt hier mal rein. Okay, ich hör auf. Gucken wir mal rum. Wo ist denn der Gundobald? Da ist der Gundobald. So. Auf geht's. Du schon wieder? Habe ich mich beim letzten Mal nicht etwas... nicht etwas deutlich genug ausgedrückt? Hm? Wir brauchen keine Schnüffler in Klein Alamigo. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und zwar schnell. Ich habe ein Empfehlungsschreiben von der Befreiungsarmee. Mifrid? Ha, da werden Erinnerungswach. Stundenlang habe ich ihn da... die Baracken schrubben lassen. Wenn er wie so oft die Felder eine Kameraden gedeckt hat. Und trotzdem hat er nie auch nur einen Namen ausgespuckt. Ein guter Mann, wahrlich, wahrlich. In den Wirren des Krieges haben wir uns aus den Augen verloren, aber vergessen habe ich ihn ebenso wenig wie unsere Lieder. Oder den Geschmack des migitischen Weines. Einfach übertroffen. Ah, migitischer Wein ist so wie das Blut der Erde, mein Freund. Okay. Migischer Wein ist so wie das Blut der Erde sein. Oder sowas. Komm, schenk doch mal ein. Aber ich schweife ab. Mifrid spricht sich also für dich aus. Dann will ich auch ich nicht länger an dir zweifeln, Abenteurer. Dein maskierter Unbekannter, ich habe da so eine Ahnung. Solange du uns nicht in Schwierigkeiten bringst, will ich dir gerne auf deine Fragen antworten. Und ich versuche nicht mehr so zu stottern, aber das ist mir angeboren. Ja, dafür kann ich nichts. Der stottert hier so rum. Ich weiß auch nicht. Also gut, Abenteurer, hör mir gut zu. Jemand, der dem von dir gesuchten Mann verdächtig ähnelt, soll Kontakt zu einigen jüngeren Bewohnern unserer Siedlung geknüpft haben. Wenn du ihnen sagst, dass du in meinem Auftrag unterwegs bist, werden sie dir sicher Rede und Antwort stehen. Und verzeih ihnen, wenn sie sich aufmüpfig zeigen sollten. Sie sind jung und haben noch viel zu lernen. Ja, okay, jetzt dann fragen wir mal, wenn wir jetzt die Gunst haben von denen. Ein maskierter Mann? Kenn ich nicht. Gibt's hier nicht. Ganz ehrlich, ich hab doch keinen Dreck am Stecken. Okay. Ich
hab ihnen sofort gesagt, dass wir uns mit diesem komischen Kerl nicht einlassen dürfen. Aber die Jungs wollten ja nicht auf mich hören. Wie, du weißt überhaupt nicht Bescheid? Also, du sagst, dass Gunnarbol dich nicht schickt, aber hab ich schon das Schlimmste befürchtet. Na, dann ist ja gut. Was habt ihr am Stecken? Wo sind die anderen überhaupt? Hier lang? Huch. Einer mit einer Magie-Tech-Maschine, ja. Gucken wir mal. Bin schon wieder oben, ne? Nein, diesmal sind sie nicht oben. Verdammt! Dann eben unten springe ich halt hier runter. Da ist er doch. Nennen maskierten Mann? Nö, nie gesehen. Was interessiert dich das überhaupt? Fremde wie du bringen uns nichts als Ärger. Ich werde meinen Freunden sicherheitshalber mal erzählen, dass du hier rumschnüffelst. Tut mir... Ja, genau. Der maskierte Typ, bleibt bloß weg von mit dem. Mit solchen Kinderspielchen habe ich nichts am Hub, glaub mir. Bei mir verschwendest du nur deine Zeit. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Gilseller. Schnell weg mit denen. Ablehnen. Ja, ablehnen. Ich habe keine Freunde. Ich will keine Freunde. So, abgelehnt und auf die Schwarzliste. So. Aber so letzter Zeit nerven die schon echt wieder mehr, ne? So, wenn die erstmal weggeblieben sind und dann auf einmal, oh, Heavensward, kommt, das spielen wieder ganz viele. Schnell wieder kommen. Der Markt steigt. Oder keine Ahnung was. Ich soll das mal wieder im Griff kriegen, aber ich glaube, die kriegen das irgendwann mal im Griff. Ist immer schwer, aber ganz ehrlich, andere MMOs fand ich das schlimmer. Sogar in WoW fand ich das schlimmer. Und das habe ich auch nur angespielt. Und das soll dann schon, ja, fand ich auf jeden Fall. So, so, die Racker hacken also tatsächlich etwas aus. Vielleicht kommt es auch noch auf die Server drauf an. Wer weiß. Und dein maskierter Mann scheint daran nicht ganz unbeteiligt zu sein, was? Sicher haben sie junge Leute ihre Gründe. Und doch, die Sache beunruhigt mich. Denn in ihren Augen brennt eine gefährliche Leidenschaft, die von ihren Unmut über das viele Leid und Unrecht der letzte Zeit befeuert wird. Es erinnert mich an uns, als wir uns gegen die Unterdrückung in unserer Heimat auflehnten. Die Geschichte hat ja gezeigt, was uns eingebracht hat. Die Gallier haben unsere Wolte instrumentalisiert und uns unsere Heimat genommen. Hass kann blenden. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Setze deine Untersuchung auf, auch in meinen Namen fort und lasse mich wissen, wenn du etwas auf etwas stoßen solltest, Abenteurer. Okay, gut, werde ich. Hast du mit Gundobald alles beredet? Ich habe hier nämlich eine Nachricht für dich von einem Jungspunden namens Philred. Meinte, er könnte, will mit dir unter vier Augen sprechen. Draußen an der Felswand nördlich unserer Siedlung. Er ist so etwas wie der Anführer der jungen Leute hier. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Wahrscheinlich ist er lediglich neugierig, weil nicht viele Abenteurer von Gundobald akzeptiert werden. Okay, das hört sich ja schon mal... Es ist Nacht geworden, es ist nachts geworden. Okay, Wetter ist klar, aber es ist nachts. Da oben, das hier oben hat nichts zu sagen. Das ist einfach nur das Wetter. Die Sonne ist halt klar, dann ist es klarer Sternhimmel bei Nacht. Dafür gibt es ja hier die eoseische Zeit. Und wenn es halt nur nachts ist, ist es halt nachts, 4 Uhr. Und so weiter und so fort. Ah, Hilfe, nicht stehen bleiben. Oh, hier ist auch so ein kleiner Gnom. So ein Lalafell. Ein Falafel. Okay. Der will Red. Ah, ich habe schon auf dich gewartet, Abenteurer. Du scheinst nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Also lass mich dich geradeaus fragen. Warum zur Hölle spionierst du uns nach? Bist du Handlanger eines Schleppers oder gar eines galerischen Agenten? Wie auch immer, glaube ja nicht, du könntest unsere Pläne durchkreuzen. Schnappt ihn euch, Leute!
Ach, ihr wollt mir sagen, was ich zu tun habe, ja? Ich will euch retten und andere Leute retten. Und ihr wollt mich... ja. Ihr wollt mich hier um die Ecke bringen, oder was? Ist das für eine Art, hier Besucher zu begrüßen? Also wirklich. Aber nicht mit mir. Mich kriegt ihr nicht klein. Ich zeige euch mal, wie man kämpft. Ja, ja. Noch was? Ja, ja, wir spotten uns ruhig. Dieser Kampf magst du gewonnen haben. Doch der Krieg hat gerade erst begonnen. Wir werden nicht auf wenige in diesen finsteren, muffigen Höhlen hausen. Unser Plan wird aufgehen. Du wirst schon sehen. Wir werden hier nicht ewig verweilen. Wir werden so mächtig, dass wir die Gallia mit einem Schlag vernichten. Dann hat dieses jämmerliche Dasein endlich ein Ende. Aber die wissen schon, dass die Gallia größer sind als alle drei Staatsstaaten zusammen oder so. Und dass alle drei Staatsstaaten vielleicht oder der Bund der Morgenröte mit... das vielleicht schaffen könnten nur und sonst... Da weiß ich nicht. Ich will jetzt nur wieder rein. Ich dachte, hier wäre eine Tür ganz in der Nähe. Aber ist, glaube ich, auch hier oben, ne? Ja, ja. Und die wollen mit ihrem kleinen Volk, die Gallier. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Oder könnten werden. Das ist ja was anderes. Hier sind ja nicht viele Leute. Was sagst du? Wilret hat dich... Ach, diese törichten Kinder. Ich hatte ja befürchtet, dass sie etwas im Schilde führen. Aber dass sie sogar nach ihre Waffen gegen dich erheben. So schlimm ist es also schon gekommen. Ich muss mich dafür bei dir entschuldigen. Die Gefahr nicht erkannt zu haben. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ja, tun wir. Wir verzeihen. Wir verzeihen immer. Jetzt kriegen wir wieder Quests. Jo, jubi, jubi, jo. Jetzt kriegen wir wieder Quests und so. Und, aber, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part damit weiter. Haha. Ich sage bis zum nächsten Part. Tschüss.